ein wirklich außergewöhnlicher Bär. Ein glücklicher Zufall, dass er ausgerechnet aus dem Jahr 1911 stammt und somit sein 100. Geburtstag auf das Jahr 2011 fällt. Ein zusätzliches Plus. Dieser Teddybär wurde aufgrund seines klassischen Steifdesigns und seines außergewöhnlichen Erhaltungszustandes ausgewählt. Und weil wir wussten, dass Sammler und Liebhaber ihn in ihr Herz schließen werden. Als originalgetreue Replik trägt er natürlich die schwarz-weiße Steiffahne. Um diesen Teddybären für eine neue Generation von Steiff-Fans zum Leben zu erwecken, wurde Dietmar Simon, einer der erfahrensten Designer der Firma Steiff, zum Projektleiter ernannt. Ich bin seit 1993 im Unternehmen in der Entwicklungsabteilung und entwickle seitdem Steifftiere und überwiegend auch Teddybären. Für Simon bestand der erste Schritt darin, sich eingehend mit dem Original-Teddybären zu beschäftigen. Mit einem vor 100 Jahren von Paul Steiff entwickelten Instrument hat er den Bären abgemessen und Mohairproben verglichen, um ein Gefühl für die vor ihm liegende Aufgabe zu bekommen. Als erstes musste ein Schnitt angefertigt werden. Anhand seiner Berechnungen erstellte Simon eine zweidimensionale Zeichnung des Bären auf grünem Schablonenkarton. Einen Schnitt zu erstellen ist eine sehr, sehr komische Sache für jemanden, der es noch nie gemacht hat. Denn Sie müssen sich vorstellen, ein Schnittteil ist immer eine zweidimensionale Darstellung von etwas, das später dreidimensional werden soll. Das heißt, derjenige, der einen Schnitt gestaltet, muss die Dreidimensionalität dessen, was er macht, in seiner Vorstellungskraft parat haben und überträgt es wiederum auf ein Stück Papier, das er dann ausschneidet. Nach 5 verschiedenen Prototypen, was für die Perfektionisten bei Steiff nichts Ungewöhnliches ist, war endlich das gewünschte Resultat erzielt und man konnte mit der Produktionsfreigabe beginnen. Der Prozess ist sehr kompliziert. Ein Steiff-Mitarbeiter überträgt die von Simon fertiggestellten Schablonen sorgfältig auf die Rückseite des ausgesuchten Mohairs. Es wird ganz besonders darauf geachtet, dass kein Material verschwendet wird. Dieser Arbeitsschritt erfordert viel Konzentration und Geduld. Noch langwieriger ist der Zuschnitt des Materials, weil hier bereits ein kleiner Fehler alles zunichte machen kann. Steiff-Mitarbeiter schneiden mit höchster Konzentration und peinlich genau jedes Teil von Hand zu. Nach dem Zuschneiden werden die fertigen Teile an die Nähabteilung weitergereicht, wo sie von erfahrenen Händen zusammengefügt werden. Bei den Näherinnen von Steiff muss jeder einzelne Stich perfekt sitzen. Mit einem speziellen Messer schieben die Näherinnen den Faserflor ständig nach innen. Es wäre schließlich nicht schön anzusehen, wenn der Flor in die Naht eingenäht würde. Die fertig genähten Teile gelangen anschließend in die nächste Abteilung, wo sie gewendet werden. Die Teddybären werden linksseitig genäht und dann gewendet, damit die Mohairseite außen liegt.
Steiff hat dafür ein spezielles Werkzeug entwickelt, mit dem diese Arbeit schnell und effizient erledigt werden kann. Die gewendeten Nähhüllen der Replik von 1911 werden anschließend in die Stopfabteilung geschickt, wo die einzelnen Teile, mit Ausnahme des Körpers, mit Holzwolle gestopft werden. Der Körper darf noch nicht gestopft werden, damit man später den Kopf und die Gliedmaßen des Bären von innen befestigen kann. Außerdem wird in jedes mit Holzwolle gestopfte Teil eine Pappscheibe mit einem Nagel eingeschoben. Die für den nötigen Zusammenhalt sorgt und dem Teddy seine Beweglichkeit verleiht. Die fertigen Teile werden dann von Hand zugenäht, damit die Holzwolle sauber eingenäht wird. Sobald alle Näharbeiten abgeschlossen sind, gelangen die gestopften Teile der Replik in die nächste Abteilung, wo sie zusammengefügt werden. Die Anscheibung der verschiedenen Teile wird maschinell gemacht, wobei der Nagel in einem Arbeitsschritt abgekniffen und gequetscht wird. Das entstandene stumpfe Ende verhindert, dass sich die Anscheibung wieder lösen kann, während der Teddy gleichzeitig Arme, Beine und Kopf frei bewegen kann. Am Ende dieses Fertigungsschritts ist der Bär vollständig zusammengefügt und Arme und Beine gestopft. Nur der Körper ist immer noch leer. Daher wandert der Teddy noch einmal zurück in die Stopfabteilung, wo noch weitere Arbeitsschritte folgen werden.
Die erfahrenen Steifmitarbeiter stopfen den Bärenkörper sehr fest aus, wie es im Jahr 1911 üblich war. Sie statten den Bären außerdem mit seiner Brummstimme aus, die auch charakteristisch für das Original ist. Sobald der Körper gestopft und die Brummstimme eingesetzt wurde, ist es an der Zeit, den Bärenkörper zuzunähen. Der Bär wird mit Hilfe einer schraubstockähnlichen Vorrichtung fixiert und wiederum von Hand zugenäht. Keine Sorge, es tut ihm nicht weh. Und die Replik von 1911 empfindet auch keine Schmerzen, wenn sie ihre Ohren von Hand aufgenäht bekommt. Jetzt erhält der Teddybär noch den letzten Schliff. Mit Schermaschinen kürzen Steifmitarbeiter den Plüsch an der Bärenschnauze, damit er genau der Länge des Originals entspricht. Bei diesem Vorgang ist besondere Sorgfalt geboten. Eine ungenaue Schuhe kann den ganzen Bären ruinieren. Nach der elektrischen Schuhe werden die letzten Feinheiten mit einer Schere herausgearbeitet. Am zugenähten Bärenkörper werden nun die letzten Arbeitsschritte vorgenommen. Damit die Replik von 1911 dem Original entspricht, wird die Nase von den Mitarbeitern bei Steif horizontal gestickt. Für diese akribische Arbeit sind sehr geschickte Hände erforderlich. Für das Sticken der Bärenschnauze ist langjährige Praxis vonnöten. Jetzt fehlen noch die vier Krallen, die mit langen, dicken Spezialnadeln aufgarniert werden. Genau wie beim Original-Teddy aus dem Jahr 1911. Als nächstes sind die handgefertigten Augen an der Reihe. Sobald sie richtig platziert und perfekt ausgerichtet sind, befestigt sie einen Näheren mit einem Knoten an der Rückseite des Kopfes, vernäht den Faden und schneidet ihn so ab, dass er auf dem fertigen Bären nicht mehr sichtbar ist. Als nächstes erfährt der Teddybär noch eine ganz besondere Behandlung. Im Airbrush-Verfahren wird der gesamte Bär in einem zarten Grünton bemalt. Damit soll der Bär nicht eingefärbt, sondern vielmehr dem neuen Mohair der Glanz genommen werden. Auf diese Weise erhält der Teddy seinen charakteristischen Vintage-Look. Um den Vintage-Look zu vervollständigen, erhält der Teddy noch einen zarten Farbhauch an Nase und Schnauze, der ihm eine zusätzliche Patina verleiht. Wenn das Bemalen abgeschlossen ist, werden die Augen mit einer Speziallösung von etwaigen Farbresten gereinigt. Schließlich sollen die Augen eines jeden Bären hell erstrahlen. Nach einem gründlichen Qualitätscheck wird die Replik von 1911 zum Schluss mit einer exakten Nachbildung des Schützknopfes aus dem Jahr 1911 ausgestattet.
dem weltweiten Symbol für herausragende Qualität. Der Ausdruck des Teddybären ist letztlich Grund genug, um sich diesen Teddybär irgendwo hinzustellen. Für mich persönlich ist das ein Teddybär, der vielleicht nicht so sehr gut in der Vitrine aufgehoben ist, sondern der ganz einfach irgendwo mit jemandem lebt, der einfach irgendwo sitzt, der dann auch den Staub ansetzt, den natürlich auch das Original im Lauf von 100 Jahren angesetzt hat. Das ist im Idealfall ist es das Mitglied einer Familie und nicht ein Ausstellungsstück, das hinter Glas gehalten wird. Was macht die diesjährige Club-Edition letztendlich so einzigartig? Warum finden Sie es nicht ganz einfach selbst heraus und besuchen das Original an seinem ständigen Wohnsitz im Steiff-Museum in Gingen?